Erneuter Diebstahl der Steuerberater Prüfungsklausuren in NRW. Was sich zunächst einmal wie ein schlechter Aprilscherz anhört, ist tatsächlich Realität. Erneut ist es zu einem Diebstahl der Steuerberater Prüfungsklausuren gekommen. Wie es dazu kommen konnte, alle Hintergründe und wie es mit den betroffenen Personen weitergeht, das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es erneut um den Diebstahl von Prüfungsklausuren. Ja, es ist wieder passiert, wieder in NRW. Am 5.1. hat die gemeinsame Prüfungsstelle der drei NRW Steuerberaterkammern bekannt gegeben, dass es erneut im Rahmen des Korrekturprozesses zu einem Klausurenschwund gekommen ist, respektive der eine Lieferwagen, wo sich 24 bereits zweitkorrigierte Klausuren drin befunden haben sollen, abhanden gekommen ist bzw. spurlos verschwunden ist. Die Polizei hat noch keine konkreteren Hinweise. Bedeutet, es sind wieder 24 Klausuren weg, die entsprechend nicht mehr grundsätzlich, zumindest physisch, zur Bewertung herangezogen werden können. Aber es ist alles halb so schlimm wie im vergangenen Jahr, denn das muss man schon mal fairerweise zu Beginn hervorheben. Die Steuerberaterkammer hat aus dem Fiasko des letzten Jahres, das muss man ganz klar so formulieren, gelernt und nach Abschluss des schriftlichen Examens sämtliche Prüfungsklausuren eingescannt. Ich hoffe dringlichst, dass alle Seiten dort mit sauber erfasst worden sind, alles lesbar ist und entsprechend das Korrekturverfahren für die 24 betroffenen Klausuren jetzt wieder ordnungsgemäß von Anfang an losgehen kann. Und dementsprechend blicken wir mal jetzt der Reihe nach auf die entsprechenden Punkte. Heißt, die Steuerberaterkammern in NRW haben aus dem letzten Jahr gelernt. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Das heißt, es ist jetzt so, dass die Dokumente natürlich nach wie vor durch die Scans erhalten geblieben sind. Das heißt, die geleistete Klausur, die geleistete Arbeit der Prüflinge kann Gott sei Dank nochmal neu bewertet werden. Ist natürlich jetzt nochmal aufwendig, aber den Umständen entsprechend sind das schon mal extrem gute Neuigkeiten, insbesondere für die 24 betroffenen Prüflinge, denn die müssen jetzt nicht nochmal innerhalb von 2 Wochen sich auf eine Bilanzklausur vorbereiten und diese jetzt nochmal schreiben, so wie es im letzten Jahr der Fall gewesen ist. Das zum Glück, wie gesagt, nicht. Das heißt, da schon mal ein großes Lob, dass man das Ganze rechtssicherer gestaltet hat und vor allem auch für die Prüflinge sicher gestaltet hat, damit solch ein Vorfall, so wie er letztes Jahr vonstatten gegangen ist, hoffentlich nie wieder vorkommen muss und man eben auf diesen Joker, nenne ich es jetzt mal, zurückgreifen kann. NRW ist natürlich das stärkste Land, was die Teilnehmerzahl anbelangt. Das heißt, da sind die meisten Prüflinge vertreten. Was ich an der Stelle von NRW nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, dass es hier zu einem sogenannten Sechs-Augen-Prinzip kommt. Viele andere Steuerberaterkammern haben lediglich 2 Korrektoren. Hier ist es ja so gewesen, dass wir vom Zweitkorrektor an den Drittkorrektor diesen Schwund zu verzeichnen hatten. Das heißt, wenn wir nur 2 Korrektoren gehabt hätten, außer das wäre jetzt der Rückweg zur Kammer gewesen, kann man natürlich auch so argumentieren, dann wäre es eben gar nicht dazu gekommen, dass hier ein Diebstahl vorhanden oder zustande gekommen wäre. Wenn man das so betrachtet, NRW sind sowieso schon extrem viele Prüflinge, die meisten in ganz Deutschland. Und jetzt tut man sich, sage ich mal, diesen zusätzlichen Aufwand noch an aus Sicht von NRW und macht 3 Korrektoren. Da muss man aus meiner Sicht auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, 2 Korrektoren reichen grundsätzlich aus. Wenn da irgendwas schief läuft, hat man als Prüfling auch die Möglichkeit, den ja zugegebenermaßen nicht ganz so bequemen Weg des Überdenkungsverfahrens, / Klageverfahrens zu gehen. Aber ich denke, man kann sagen, 2 Korrektoren reichen an der Stelle auch wirklich aus. Natürlich, wenn man so viele Prüflinge hat, so viele Korrektoren natürlich dann auch mit dabei sind und man 3 Korrektoren pro Klausur einsetzt, dann wäre natürlich die Anzahl der Wege zwischen den verschiedenen Korrektoren und einfach die Lieferfahrten auch um eine Vielzahl größer. Dadurch, dass man sich noch diesen zusätzlichen Aufwand einheimst, an NRW gar keinen Vorwurf, weil man natürlich so gesehen nicht damit rechnen kann, dass Lieferwagen abhanden kommen. Aber wenn man das auf 2 Korrektoren beschränkt, dann bringt das einfach den Vorteil mit sich, dass natürlich weniger Fahrten einfach da sind. Das Risiko rein mathematisch gesehen dadurch natürlich abnimmt, auch wenn es nicht passieren sollte.
Gleichzeitig hätte das eventuell den positiven Effekt, dass man in NRW die Zeit der Korrektur bzw. die Zeit, bis die Ergebnisbekanntgabe der schriftlichen Prüfung erfolgt, einfach verkürzen könnte. Ende Januar, so wie zum Beispiel auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die wirklich sehr, sehr spät alle sind, diese drei Länder. Das ist für viele Prüflinge schon eine Zumutung, gerade wenn man sieht, Anfang Mitte Dezember kommen die ersten Ergebnisse, zum Beispiel in Bremen oder den norddeutschen Ländern, Niedersachsen. Da muss man dann fairerweise sagen, das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil, wenn man durchgefallen ist, wenn man sich jetzt nochmal vorbereiten muss, weil diese Vorbereitungszeit natürlich dadurch deutlich knapper wird. Das heißt, für viele Prüflinge wäre das natürlich etwas Positives, wenn man sagt, wir beschränken uns auf zwei Korrektoren und können das Ganze so ein Stück weit vorziehen, hat dadurch natürlich dann auch so ein Stück weit das Risiko minimiert. Nichtsdestotrotz ist das der Status quo. 24 Prüflinge sind betroffen. Die müssen zum Glück nicht nochmal schreiben. Das Ganze kann jetzt digital nochmal erst, zweit und dann natürlich auch dritt korrigiert werden. An der Stelle drücken natürlich allen Prüflingen die Daumen. Diese 24 betroffenen Prüflinge müssen jetzt natürlich etwas länger warten, bis sie ihr Ergebnis bekommen, weil das sicherlich etwas länger dauern wird, bis dann diese drei Korrekturen auch wirklich vollständig vorliegen und die Ergebnisse dann auch für diese Betroffenen Teilnehmer dann vorhanden sind. Wir hoffen, dass es nicht zu lange dauert, dass das Warten sich insbesondere natürlich dann inhaltlich lohnt und dass es in Zukunft nicht mehr zu solchen Vorfällen kommt oder wenn dann, so wie hier in NRW zumindest so, dass die Klausuren in irgendeiner Form konserviert worden sind und dass man als Prüfling nicht so wie im vergangenen Jahr von heute auf morgen nochmal eine Klausur wiederholen muss. Das ist, denke ich, im Sinne aller Beteiligten, das zum aktuellen Stand des erneuten Diebstahls. Wenn du in deiner Steuerberater-Prüfungsvorbereitung noch auf der Suche bist nach dem passgenauen Anbieter, dann kann ich dich nur dazu einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH zu melden. Den Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du dann in 60 Minuten mit unserem Strategieexperten heraus, was unser Konzept so besonders macht, wie wir das Ganze für dich erfolgreich umsetzen können, damit du auf jeden Fall zu den richtigen 50% gehörst, die das Steuerberaterexamen erfolgreich meistern. In dem Sinne, vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, du bist nicht betroffen bei den 24 Leuten und wünsche dir für deine weitere Prüfungsvorbereitung alles Gute. Bis dahin, dein Marlo.